Nach einer neuen Welle von Explosionen im Libanon, bei der am Mittwoch Handfunkgeräte betroffen waren, hat der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant einen neuen Schwerpunkt in den Kriegszielen seines Landes angekündigt. Man trete in eine neue Phase des Krieges ein, die Mut, Entschlossenheit und Ausdauer abverlange, sagte er auf einem Luftwaffenstützpunkt. Der Schwerpunkt verlagere sich in das Grenzgebiet im Norden. Dorthin würden Truppen und Ressourcen verlegt. Im Norden grenzt Israel an den Libanon. Seit Ausbruch des Krieges im Gazastreifen mit der palästinensischen Hamas liefern sich israelische Grenztruppen mit der Hezbollah-Miliz im Libanon fast täglich kurze Gefechte. Wegen der Beschießungen mit Granaten und Raketen sowie der Drohnenangriffe haben tausende Israelis die Grenzregion verlassen und leben in provisorischen Unterkünften. Die Hezbollah will die Angriffe im Grenzgebiet erst einstellen, wenn sich Israel mit der Hamas auf einen Waffenstillstand verständigt. International wird befürchtet, es könnte zu einem Krieg zwischen Israel und der mit dem Iran verbündeten Hezbollah kommen.